Die Polizei auf Gastrokontrolle in Bad Krozingen in Baden-Württemberg. 10 Restaurants sind dran. Werden hier die Corona-Regeln eingehalten? Wir erleben doch eine große Akzeptanz, sowohl von den Gästen als auch von den Gastronomen. Natürlich gibt es in Ausnahmefällen immer mal wieder Kleinigkeiten. Also ein Thema ist vielleicht die Kontaktdatenaufnahme. Keine Kleinigkeit, sondern mittlerweile echtes Problem. Gefälschte Impfpässe und Testzertifikate. Bundesweit gibt es inzwischen hunderte Betrugsfälle. Der Handel im Internet floriert. Aber ob echt oder fake, beurteilen können viele Restaurantbesitzer das nicht. Wir fragen halt nach dem Impfpass und Ausweis und dann vergleichen wir halt den Namen. Ja. Aber mehr wie das können wir wirklich auch nicht tun. Ja. Wir sind jetzt auch kein Beamter in dem Sinn. Was also tun im Kampf gegen falsche Impfzertifikate? Die Regierungschefs der Länder debattieren über härtere Strafen. Und wohl auch auf der Agenda, epidemische Corona-Notlage beenden, ja oder nein. Bayerns Ministerpräsident sagt ganz klar nein, warnt vor dem Auslaufen am 25. November angesichts der steigenden Infektionszahlen. Virologen sind da gelassener. Maßnahmen wie Maskenpflicht, 3G oder 2G werden dann eben vom Bundestag und den Landtagen entschieden. Ich glaube, dieser Punkt, dass man das dann auch mehr demokratisch entscheidet und nicht als eine reine Verordnung, hat eben den Vorteil, dass man auch länderspezifisch unterschiedliche Entscheidungen treffen kann, wenn es einen größeren Ausbruch gibt. Wie wichtig es ist, vorsichtig zu bleiben, zeigt sich in diesem Altenheim in Norderstedt. 60 Bewohner und 15 Pflegekräfte haben sich infiziert. Ein Bewohner starb nun, mehrere Mitarbeiter waren ungeimpft. Einer von ihnen könnte das Coronavirus eingeschleppt haben.